Dann denk noch mal drüber nach. Und Maike, wir sprechen auch noch. Lisa braucht gerade keinen Anschiss. Komm bitte einfach später wieder. Es ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, okay? Du kannst es ja auch wunderbar einschätzen, Maike. Du kennst sie so gut. Ne? Ja. Hast du den Keil zwischen uns getrieben? War das dein Ziel? Du verstehst es nicht, oder? Mit der kompletten Familie beschlossen, dass wir ihr nichts sagen. Und das wird auch so bleiben. Hallo, mein Schatz. Alles, alles Liebe zum Geburtstag wünsche ich dir. Oh, ob das du einen tollen Tag hast und deine Wünsche in Erfüllung gehen. Auch deswegen bin ich früher gekommen. Es tut mir leid. Ich hab dich so vermisst. Ja. Hat er nur die genommen. Toll. Hi. Hi. Gewann. So. Hast du die Wahrheit erzählt? Falls du damit meinst, dass ich ihre Mutter bin, nein, das habe ich ihr nicht gesagt. Wie konntest du denn einfach abhauen? Du weißt doch, ich will nur das Beste und die Großstadt ist wirklich nichts für dich. Kurz, was hast du jetzt vor? Willst du hier hinterherlaufen? Ja. Das ist aber das Falscheste, was du gerade machen kannst. Man, du merkst doch, was sie dicht macht. Kannst du nicht einfach mal ein bisschen... 19 Jahre lang großgezogen. Und da brauche ich doch jetzt nicht dich. Ich habe vor 19 Jahren habe ich die Verantwortung. Kannst du doch nicht einfach hier auftauchen und alles durcheinander bringen? Du wolltest es, Lisa, sagen, nicht ich. Du hast mich gestern so in die Enge getrieben. Ganz ehrlich, da kann ich nur noch Ja sagen. Wir werden dies gerade nicht sagen. Warum willst du es tun? Ich meine, es ist doch alles gut. Es würde ihr Leben auf den Kopf stellen. Findest du